Bevor es losgeht, die Inhalte des Amboss Podcasts sind rein akademisch. Sie dienen nur Informations-, Lern- und Trainingszwecken und sind für ärztliches Personal, Medizinstudierende und andere im Gesundheitswesen Tätige bestimmt. Die Inhalte sind nicht zur Behandlung realer Fälle geeignet und ersetzen keinen Arztbesuch. Der Amboss Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einer Folge zum Thema Opioidsubstitution. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Opioidabhängigkeit. Das verbindet man mit Bahnhofsvierteln, intravenösem Heroin, mit Elend, mit Suchtdruck, mit daraus resultierender Kriminalität. Das verbindet man vielleicht auch mit schwierigen, manchmal überfordernden Situationen in der Notaufnahme oder der eigenen Praxis. Etwas seltener vielleicht mit Breitensport wie Fußball, wo zum Beispiel Tilidin sehr häufig eingenommen wird. Oder mit Jugendkultur, mit Deutschrap, der genau wie die amerikanischen Vorbilder Opioidabhängigkeit als Lifestyle inszeniert. Fest steht, das Problem ist groß, nicht nur in den USA, auch im deutschsprachigen Raum, und eine Lösung für viele Betroffene ist da die Substitutionsbehandlung. Ganz grob gesagt bekommen Betroffene da ärztlich verordnete Opioide und die nehmen ihnen den Suchtdruck, ohne einen Kick hervorzurufen, und das macht es dann möglich, ohne Entzugssymptome und vielleicht resultierende Kriminalität oder Infektionskrankheiten zurück in die Gesellschaft zu finden und im Idealfall psychisch und körperlich gesund zu werden. Der geschaffene Benefit ist da immens. Wie diese Behandlung funktioniert, wie man sie in der eigenen Praxis anbieten kann, welche Sorgen da vielleicht auch oft bestehen und ob die berechtigt sind, das schauen wir uns heute an. Außerdem besprechen wir, wie man konkret damit umgeht, wenn sich opioidabhängige Menschen in der Notaufnahme vorstellen und vielleicht ihren Substitutionsausweis nicht dabei haben oder gegebenenfalls noch gar nicht substituiert sind und man dann eine Behandlung neu einleiten muss, solange sie eben im Krankenhaus sind. Dafür spreche ich heute mit Gerda Matzel und Norbert Lyon. Beide bieten Substitutionsbehandlung an. Gerda Matzel als Fachärztin für innere Medizin in einer allgemeinmedizinischen Praxis in Leipzig. Norbert Lyon als Facharzt für Allgemeinmedizin in einer suchtmedizinischen Schwerpunktpraxis in Berlin. Wir werden gleich noch hören, wie sich das voneinander unterscheidet. Außerdem sind beide Vorstandsmitglieder der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin. Gerda Matzel, Norbert Lyon, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast sind. Hallo. Hallo, sehr gerne. Dann starten wir am besten direkt hinein. Was bedeutet denn Substitution für Sie? Also eine Substitutionstherapie bzw. eine Opioid-Ersatztherapie ist eigentlich eine medizinische Versorgung mit Ersatzdrogen sozusagen für Menschen, die überwiegend abhängig von Heroin sind oder allgemein von Opioiden, und beinhaltet quasi das Ersetzen der Droge mit einem Opioid, also mit einem langwirksamen Opioid. Und die meiste Ersatztherapie wird mit Levomethadon, Buprenorphin gemacht, retardierten Morphin, auch mit Methadon. Und das ist halt nicht nur eine einfache medikamentöse Therapie, sondern soll eigentlich den Suchtdruck nehmen und soll auch den Menschen Möglichkeit geben, dass sie zum einen ärztlich angeschaut werden, regelmäßig, hat aber auch viele andere Aspekte, also soziale Aspekte, psychiatrische, also die ganzen Dimensionen eigentlich von Suchterkrankungen. Ich würde fast sogar noch weitergehen und sagen, die Substitutionsbehandlung ist eigentlich eine medikamentöse Behandlung der Opioidabhängigkeit, die noch ganz viele andere Dinge mit einschließt. Mir ist aber ganz wichtig, das so auch zu sagen, weil es gibt so einen Aspekt, in dem die Substitutionsbehandlung immer noch betrachtet wird als etwas, das ja völlig anders als die üblichen schulmedizinischen Behandlungsmethoden ist. Aber wenn man sich das überlegt, vor allem, weil es ja auch häufig viele, viele Jahre oder sogar lebenslänglich stattfinden muss, wenn man sich überlegt, dass jemand, der einen Hypertonus hat, ja auch lebenslänglich ein Medikament einnehmen muss und auch nicht einfach aufhören kann, oder ein Diabetiker, eine Diabetikerin auch lebenslänglich Medikamente bzw. sogar Insulin spritzen muss, ist das ja auch eine medikamentöse Behandlung, die über viele, viele Jahre geschieht. Und so ist es bei der Substitutionsbehandlung auch. Die meisten Patientinnen und Patienten müssen viele, viele Jahre oder lebenslänglich sogar das Substitut einnehmen. Und dadurch wird es uns ermöglicht, die Patienten überhaupt zu behandeln. Mit allen Aspekten, die zur Behandlung einer Opioidabhängigkeit oder einer Suchterkrankung gehören. Wie das im Speziellen aussieht, das werden wir uns heute noch genau anschauen. Was die Substitutionsmedikamente angeht, da haben wir für euch in unserem Amboss-Kapitel Opioide die wichtigsten aufgelistet. Dosierungen,
Darreichungsform, das ist da alles mit dabei. Und außerdem findet ihr da auch eine Umrechnungstabelle, die ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel das Substitutionsmedikament einer betroffenen Person nicht vorrätig hat und dann umstellen muss. go.amboss.com/opioidsubstitution ist der Link dorthin, der steht aber auch nochmal in den Shownotes. Vielleicht noch eine Frage vorneweg, warum überhaupt Substitution, warum nicht Abstinenz, sollten wir nicht viel eher die anstreben? Ich bin ja nun schon seit über 35 Jahren unterwegs mit diesem Thema und als ich anfing, gab es immer noch den sogenannten Königsweg. Also dann hieß es Abstinenz als Königsweg. Also das, was angestrebt wurde, war die Abstinenz. Nur in der Realität sah es so aus, dass weniger als 10% aller Menschen, die eine abstinenzorientierte Behandlung hinter sich hatten, also eine Entzug- und Entwöhnungstherapie, nach kürzester Zeit wieder rückfällig wurden, weil man vor allem nach langjähriger Opioidabhängigkeit nicht einfach aufhören kann, da alle Opioidgebraucher über die Jahre eine deutlich höhere Anzahl von Opioidrezeptoren entwickeln als Menschen, die eben keine Opioide nehmen. Und rein aus diesem Grunde ist es fast nicht möglich, tatsächlich einfach mal eben aufzuhören mit dem Opioid. Und die Substitutionsbehandlung ist inzwischen die Behandlung der ersten Wahl und ist auch sicherlich die sinnvollste Behandlung, wenn sie benutzt wird, um mit Menschen auch an ihren anderen Themen zu arbeiten. Ich glaube, wir müssen halt wirklich wissen, dass das eine schwere chronische Erkrankung ist. Abstinenz klingt immer ganz toll. Also es ist immer günstig, Abstinenz anzustreben, das auch zu besprechen, aber die meisten Leute schaffen das nicht. Und die Leute, auch die zu uns kommen, sind teilweise schon viele, viele Jahre abhängig. Das zieht sich wirklich teilweise über 20, 30 Jahre hin. Und da bin ich einfach nur froh, wenn man so im Sinne von Harm Reduction eine Substitutionstherapie anbietet und die Leute auch regelmäßig sieht. Jetzt haben Sie Harm Reduction gesagt. Was heißt das? Ja, man versucht möglichst die Folgen, Begleiterkrankungen, die ganzen strafrechtlichen, sozialen, psychischen Folgen zu minimieren oder zu mildern. Und das gelingt zum Beispiel durch eine Substitutionsbehandlung. Ich denke, dass in den meisten Fällen die Substitution tatsächlich wirklich eine Behandlungsmethode der ersten Wahl ist. Das kann man unterschiedlich sehen. Ich sehe Harm Reduction wirklich mehr als eine Behandlung bei Menschen, wo tatsächlich, und das ist eine relativ geringe Zahl von Patientinnen und Patienten, die in der Substitution landen, wo man tatsächlich nur noch die Patienten irgendwie so stützen kann, dass es ihnen nicht noch schlechter geht, als es ihnen eh schon geht. In den meisten Fällen, in meiner Beobachtung, kommt es zu Verbesserungen der medizinischen, der psychischen und auch der sozialen Situation der Patientin. Also viele Patienten sind nach einer bestimmten Zeit der Behandlung völlig stabil, konsumieren keine Substanzen außer dem Substitut, dem Medikament mehr, und reintegrieren sich in das sogenannte normale Leben. Da gibt es sogar eine Studie auch, die Primus-Studie, wo das quasi nachgewiesen ist, dass der Anteil von positiven Verläufen unter Substitutionstherapie bei über 55% liegt. Also Sicherung des Überlebens, Reduktion von Drogenkonsum, Beikonsum, auch die körperlichen Erkrankungen, gesellschaftliche Teilhabe. Also viele Leute finden ins gesellschaftliche Leben zurück, sind zufriedener mit sich und ihrem Leben. Und das ist auf jeden Fall das, was die Substitutionstherapie anstrebt und was auch letztendlich das ist, was so schön ist eigentlich, ja, was auch Spaß macht. Herr Lyon, ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Sie haben jetzt vorhin gesagt, bei Abhängigen, da ist die Anzahl der Opioidrezeptoren dann dauerhaft verändert. Heißt das, die spielen dann zeitlebens mit schlechteren Karten, was Abstinenz angeht? Ja, das würde ich so sagen. Es gibt zwar Hinweise, dass die Opioidrezeptoren, bei denen die es tatsächlich schaffen, abstinent zu werden, irgendwann die Rezeptorenzahl auch abnimmt, aber in einem Verhältnis, das sehr, sehr problematisch ist in Bezug darauf, dass man mal eben schnell aufhören kann mit dem Opioid. Mhm. Können wir da vielleicht noch mal kurz die Nomenklatur ansprechen? Opiate, Opioide. Also um es ganz platt zu sagen, Opioid ist die Obergruppe. Opiate sind die Opioide, die tatsächlich noch von der Mondpflanze in irgendeiner Weise noch was mit der Mondpflanze zu tun hat. Und alle anderen Opioide sind eben die, die voll synthetisch hergestellt werden. Und wie viele Menschen sind in Deutschland opioidabhängig? Wie groß ist das Problem? Also in 2022 gab es geschätzt 166.000 Menschen, die opioidabhängig sind in Deutschland. Davon sind mit Datum vom Juli 2023 81.600 in Substitution, also ungefähr die Hälfte. Okay, die Hälfte, das wirkt jetzt auf Anhieb nicht besonders viel. Sie haben ja Hypertonus angesprochen, Insulin. Wenn wir uns jetzt da vorstellen würden, dass wir die Hälfte der PatientInnen nicht behandeln würden, wie kommt das, dass bei Opioidabhängigkeit nur die Hälfte der Betroffenen in Behandlung ist?
Ich denke, das gibt sicherlich Gründe auf beiden Seiten des Behandlungsangebots. Nämlich einerseits bei den Menschen selbst, die teilweise sich scheuen, in sich in der Behandlung zu begeben, die teilweise auch, muss man auch einfach so sagen, die auch teilweise weiter konsumieren wollen. Es gibt andere, die den Sprung, sich in Behandlung zu begeben, nicht schaffen und deshalb weiter Substanzen illegal konsumieren. Dann gibt es auch gleichzeitig einfach in Flächenländern viel zu wenig Substitutionsangebote. Das ist in den großen Städten wie Berlin, ich denke auch in Frankfurt, München vermutlich auch und Hamburg. In einigen Städten in Nordrhein-Westfalen ist das kein so großes Problem, aber immer dann, wenn es in ländlichere Gegenden geht, ist das Angebot einfach ja katastrophal, muss man glaube ich sagen. Das ist richtig. Ich glaube, es gibt nur etwas mehr als 2.500 ÄrztInnen in Deutschland, die überhaupt substituieren. Ich komme ja aus Leipzig, ich glaube, wir sind aktuell 9 hier. Und in ganz Sachsen sind wir 14 oder 15. 15 ÄrztInnen für ganz Sachsen. Genau. Das ist ja grotesk, klingt das. Wer könnte denn überhaupt aushelfen? Wer darf denn überhaupt substituieren? Also im Prinzip kann jeder substituieren, der eine Facharztbezeichnung hat. Dann gibt es noch eine Zusatzbezeichnung, so eine Fachkunde sucht medizinische Grundversorgung. Oder man kann auch als Konsiliarärztin tätig sein. Also jemand, der die Fachkunde hat, kann Patientin einstellen auf ein Substitut. Und der Patient oder die Patientin muss dann einmal im Quartal auch nochmal zum Suchtmediziner, zur Suchtmedizinerin und kann ansonsten halt konsiliarisch betreut werden. Und als Konsiliarärztin kann man bis zu 10 Patientinnen betreuen. Und vielleicht nochmal kurz, also im niedergelassenen Bereich ist die Substitution überwiegend wirklich in hausärztlicher Hand, kann man sagen. Und das ist ja auch aus meiner Sicht ziemlich sinnvoll, weil wir sind die Anlaufstelle, die erste Anlaufstelle für die meisten Menschen. Und die meisten Patientinnen und Patienten, die substituiert werden, haben auch einen Haufen körperlicher Beschwerden, die behandelt werden müssen. Und mit der psychiatrischen, niedergelassenen psychiatrischen Versorgung ist es ehrlich gesagt eine ziemliche Herausforderung. Man muss es einfach so klar sagen, es gibt leider eine Reihe von Psychiaterinnen und Psychiatern, die keine suchtkranken Patienten in ihrer Praxis behandeln wollen. Das muss dann meist in der Klinik geschehen oder bei den einigen wenigen, die das tun. Okay, also wer die Facharztweiterbildung abgeschlossen hat, kann substituieren, unabhängig von der Fachdisziplin, bis zu 10 PatientInnen konsiliarisch. Die müssen dann aber einmal pro Quartal zur Suchtmedizinerin oder zum Suchtmediziner. Und das sind eben Kolleginnen und Kollegen, die die Weiterbildung gemacht haben, suchtmedizinische Grundversorgung. Die psychiatrische niedergelassene Mitbetreuung ist teilweise schwierig, haben Sie gesagt, Herr Lyon. Aber an sich gäbe es ja eigentlich einen großen Pool aus Kolleginnen und Kollegen, die substituieren könnten. Trotzdem haben wir zu wenig Behandlungsangebote. Und jetzt ist es ja auch noch so, dass viele, die aktuell noch substituieren, bald in den Ruhestand gehen. Also in 2014 gab es noch 2.650 Ärztinnen und Ärzte, die eingetragen waren für die Substitution. Jetzt in 2023 circa 200 weniger. Das heißt, die Zahl der Ärztinnen und Ärzte, die substituieren, wird zurzeit immer noch weniger. Und ich gehöre auch zu der Generation der Ärzte, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren irgendwann sich zur Ruhe setzen werden. Und davon kenne ich viele. Und wir sind sehr besorgt in Bezug auf den Nachwuchs. Woran liegt das denn, dass flächendeckend jetzt nicht breit substituiert wird? Was sind da Gründe, die einen davon abhalten, das zu machen? Ich glaube, viele Kolleginnen und Kollegen fürchten sich vor der Bürokratie, die damit verbunden ist. Das ist so ein Bereich, wobei ich denke, dass die gar nicht so schlimm ist, wie man denkt. Da fehlt wahrscheinlich einfach auch Wissen und Aufklärung. In manchen Bundesländern besteht auch Angst vor juristischen Konsequenzen. In manchen Ländern werden Substitutionsärztinnen und Ärzte immer noch so etwas argwöhnisch beäugt. Das ist in den meisten Bundesländern kein großes Thema mehr, aber in einigen immer noch. Und ich denke, es gibt auch viele Menschen, die Ängste haben, sich mit süchtigen Patienten zu beschäftigen, weil es ja doch ein sehr ausgeprägtes, ich würde sagen, Vorurteil gibt über Substituierte. Es gibt so dieses Bild des Junkies, das ja auch teilweise in Filmen und in Literatur auch sehr ausgebreitet wird. Aber solche Menschen stellen natürlich erstmal nur einen sehr kleinen Teil der Patientinnen und Patienten dar, die zur Behandlung kommen. Die meisten sind ganz normale Menschen, wie jeder oder jeder andere auch. Und alle sind ganz normale Menschen, wie jeder oder jeder andere auch. Aber manche kommen halt mit deutlich sichtbaren Problemen. Und da gibt es, glaube ich, viele Vorurteile. Und es kommt auch noch hinzu, dass ja Suchtmedizin in den Unis wirklich nicht gelehrt wird, nicht angeboten wird als Thema oder so gut wie gar nicht angeboten wird. Und das ist so ein bisschen die Hoffnung, dass man das heute vermitteln kann, dass die Suchtmedizin einfach auch irrsinnigen Spaß machen kann von ärztlicher Seite. Ja, würde ich auch gerne noch ergänzen. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Voreingenommenheiten.
Dieses Abrechnungstechnische, das ist ganz oft, was angeführt wird, wo auch viele Leute sich nicht gut auskennen, aber wo man auch wenig Lust hat, sich zu beschäftigen, weil es doch recht aufwendig ist. Aber gerade auch so die Sorge vor dem Verkauf von illegalisierten Substanzen in der Praxisumgebung, dann vielleicht auch, was ist mit anderen PatientInnen, fühlen die sich da noch wohl? Man muss halt auch sagen, dass Menschen mit Suchterkrankungen, gerade auch Heroin- oder Opiat- oder Opioidabhängige, halt die Menschen sind, die sehr, sehr viele Stigmatisierungen erfahren in der Gesellschaft und halt eben auch bei Ärztinnen. Und auch dieses Unwissen, das führt halt oft dazu, dass viele ärztliche KollegInnen halt sagen, nee, das möchte ich lieber nicht haben. Also als ich da so voll glücklich gesagt habe, oh ja, ich fange jetzt damit an, war auch das Erste, was mir gesagt wurde, ja, willst du das wirklich? Da wird die Gewalt in die Praxis kommen, da wird gelogen, da wird gestohlen. Und ich dachte mir, ach, ich probiere das trotzdem. Und es war auf gar keinen Fall so. Aber so diese Sorge, was mache ich denn, wenn mal Notfälle sind? Man hört das halt immer, ne? Dann, wenn der Beikonsum ist zum Substitut, was mache ich in solchen Notfällen? Was mache ich bei psychiatrischen Notfällen, ja, wenn jemand psychotisch ist? Das sind halt auch oft Sachen, für die wir sowohl allgemeininternistisch als auch allgemeinmedizinisch nicht immer sehr gut ausgebildet sind. Und dann muss man auch noch dazu sagen, man hat halt eben nicht nur die Suchterkrankung, sondern die ganzen anderen sozialen Aspekte, so die Wohnungslosigkeit, eine Arbeitslosigkeit, Kinder, so da kommt ein riesen, ja, Schwanz quasi da noch mit an Problemen, die die Leute haben, und das kann man auch ganz oft in einer Praxis regulär gar nicht alles mitbearbeiten. Also ich fühle mich oft auch so wie so eine Sozialarbeiterin. Ich muss mich mit vielen Dingen beschäftigen, die habe ich im Prinzip im Medizinstudium nicht gelernt. Und da gilt eigentlich nur eins, ist, wir brauchen Weiterbildung, wir brauchen Vorlesungen zu diesem Thema. Sie haben ja einen internistischen Hintergrund und arbeiten jetzt in einer allgemeinmedizinischen Praxis. Wie kam das denn, dass Sie beschlossen haben, anzufangen zu substituieren? Gab es da eine Art Initialmoment? Also ich bin Internistin, das ist richtig. Ich habe viele Jahre in einer inneren Klinik gearbeitet, in einem kleinen Krankenhaus. Und da war eigentlich immer wieder der Moment in der Notaufnahme vor allem, dass Menschen mit Intoxikationen kamen. Viele kamen mit Alkoholintoxikation. Wir hatten aber auch in Mittelsachsen viele Probleme mit Crystal. Wir hatten auch einige Heroinabhängige, die dann auch entzügig waren. Und gerade in der Notaufnahme fand ich es immer extrem unbefriedigend, dass ich mich da nicht so gut auskannte und dass ich auch meine Oberärztinnen da auch nicht so großartig fragen konnte, und habe mich dann auch viel damit beschäftigt. Und ich habe auch die Leute gefragt, so, wie kommt das denn? Also viele haben mir eigentlich dann auch aus ihrem Leben auch erzählt. Also es war dann manchmal nachts. Ich wollte das dann irgendwie auch wissen. Und da haben halt viele wirklich schlimme Erlebnisse erzählt. Viele Menschen sind traumatisiert, haben sexuellen Missbrauch erlebt, manchmal auch viele, viele Jahre. Und da sind halt ganz viele Geschichten auch, was die Leute so mitbringen von Vernachlässigung. Und da habe ich irgendwie auch das Gefühl gehabt, Mensch, denen wird man gar nicht so richtig gerecht. Wir haben die dann meistens so halbwegs stabilisiert internistisch, und dann sind die halt wieder losgezogen, und das fand ich irgendwie unbefriedigend. Und dann habe ich mich halt mehr und mehr auch damit beschäftigt, mit illegalisierten Drogen, und wollte das halt mehr wissen. Und ich bin ja jetzt seit 6, 7 Jahren hausärztlich tätig. Und ich habe ja in Leipzig einige Netzwerke und Strukturen mit aufgebaut, insbesondere zur Versorgung von Wohnungs- und arbeitslosen Menschen, auch so Menschen mit Migrationshintergrund, Fluchterfahrung. Und dann haben die Streetworker das irgendwann mitgekriegt, dass ich ja diese Zusatzbezeichnung und Versorgung Suchtmedizin habe und im Prinzip substituieren könnte, und haben mich dann irgendwann gefragt, ob ich bitte, bitte, bitte ihre Leute mit versorge, also aus dem Drogenhilfswerk, aus diesen Hilfswerken, die sich da gebildet haben. Und dann habe ich auch mal gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe das jetzt. Es war auch ein bisschen schwierig. Ich musste mir da auch noch viel, viel Hilfe suchen. Ich habe auch hospitiert bei jemandem, gerade auch bei einer Hausärztin, weil ich das halt auch in den hausärztlichen Rahmen reinholen wollte. Und dann habe ich da mit angefangen. Was hat die Praxis gesagt, das Personal, die anderen PatientInnen? Ich hatte das schon lange vor. Ich bin ja angestellte Ärztin. Also ich habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen, dass ich das vorhabe, und habe das auch erklärt, wie ich das vorhabe, und habe auch mit dem Personal gesprochen. Wir haben uns dann auch so weitergebildet, haben gefragt, wie wir das so machen können, dass es auch in den Praxisalltag passt. Und ich arbeite mit Apotheken zusammen und habe Apotheken angesprochen
Und dass wir das gemeinsam machen, haben da auch Weiterbildungen interne gemacht. Und ja, das klappt eigentlich sehr gut. Also bei mir kommt zu den regulären allgemeinen, also hausärztlichen PatientInnen sitzen halt auch die Leute aus der Substitution in den Wartezimmern. Es kommt relativ gut an, das was halt manchmal ist. Also man kennt ja dann irgendwann die Leute. Das ist ja keine Schwerpunktpraxis in dem Sinne. Ich habe maximal 50 Leute. Ist immer so recht unterschiedlich. Und ich weiß, wenn jemand nicht lange warten kann oder so. Ne? Aber ansonsten sind die so richtig regulär in meinem hausärztlichen Alltag drin und kommen halt viel häufiger natürlich als die anderen. Dadurch kenne ich die sehr gut, kenne auch die ganzen Lebensumstände und arbeite halt mit so einem Netzwerk aus psychosozialen Diensten, Apotheken und Suchtberatung. Und den Streetworkern, also denen habe ich viel Kontakt. Oder halt auch so Einrichtungen wie Gemeinschaftsunterkünfte, Erstaufnahmeeinrichtungen. Mhm. Darf ich da vielleicht mal nachfragen? Also gerade Patientinnen, die häufig pro Quartal kommen, wird es ja manchmal schwierig mit der Vergütung. Na, also zum einen rechne ich die halt hausärztlich ab. Dann gibt es ja irgendwann auch diese Chronikerziffer. Dann kann man viermal im Quartal so ein Therapiegespräch abrechnen. Und dann muss man halt auch immer schauen, also ich mache viel über die psychosomatische Grundversorgung auch. Also viele Leute haben auch psychische Probleme. Und gerade auch übrigens, wenn man Substitution anfängt, dann kommen die Schlafstörungen, ne? Dann kommen so Erinnerungen hoch. Das nimmt halt den Suchtdruck, aber es nimmt halt nicht die psychischen Erkrankungen. Und also das geht schon, aber man kann es nicht immer gut abrechnen. Aber Sie machen es gerne. Ich mache das sehr, sehr gerne. Da kommt viel bei rum. Also das ist interessant. Ich sehe Veränderungen, also ich kann quasi wirklich zugucken, wie das was fruchtet, wie das was bringt. Und das ist schön. Und wenn jemand stabil ist, wenn Kinder geboren werden, wenn jemand eine Ausbildung macht, wenn jemand eine Arbeit findet, wenn die Kinder zurück dürfen, also das freut mich richtig. Also ich kenne die Leute halt auch richtig gut dann irgendwann. Ja? Also man kennt die Leute sehr, sehr gut. Es macht großen Spaß. Ich weiß nicht, wie es Norbert geht. Mir macht es auch großen Spaß, aber vielleicht noch einen noch hinzuzufügen. Die Substitutionsbehandlung ist ja eine, gehört ja zu den sogenannten Präventionsleistungen und wird extra budgetär bezahlt. Das ist immer schon mal ein großer, großer Vorteil. Das heißt also, ich würde jetzt nicht sagen, dass man mit der Substitution reich werden kann, aber wenn man die Praxis vernünftig führt, wird das auch gut vergütet. Das kann ich wirklich mit einem guten Gefühl so sagen. Wir kommen ja gleich noch auf die Unterschiede zwischen einer hausärztlichen Praxis, die Substitution zusätzlich anbietet, im Vergleich zu einer suchtmedizinischen Schwerpunktpraxis zu sprechen. Davor würde ich aber gerne noch einen Blick auf die Notaufnahme werfen. Gerda Matzel, Sie hatten es ja eben auch bereits schon angeschnitten. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein Thema, das viele KollegInnen immer wieder vor Herausforderungen stellt. Könnten wir da vielleicht einfach mal einen Fall durchspielen? Sagen wir, ein Mitte-20-jähriger Patient wird an einem Samstagabend bei Ihnen in der Notaufnahme vorstellig. Er hat abdominelle Beschwerden. Es besteht auch die Indikation für eine stationäre Abklärung. Er gibt jetzt aber an, wegen seiner Substitutionsbehandlung nur bleiben zu können, wenn er dahingehend auch behandelt wird. Seine Substitutionsbescheinigung, die hat er in der Eile zu Hause vergessen. Seine substituierende Ärztin kann er nennen, die ist jetzt aber am Wochenende nicht zu erreichen. Was würden Sie in dieser Situation machen? Na, ich würde erstmal fragen, wann er immer sein Medikament einnimmt und was er nimmt. Also beim Levomethadon, da wissen wir, dass wir ungefähr so innerhalb von 24 Stunden könnten die Leute entzügig werden. Buprenorphin, das hat eine Halbwertszeit bis 72 Stunden. Also meistens können die Leute das auch genau sagen und die wissen das, wenn er die Ärztin nennen kann, wenn er sagen kann, wie viel er nimmt. Die meisten Krankenhäuser halten das auch vor. Da haben wir öfter Leute, die chirurgisch zum Beispiel versorgt werden müssen, die geben das dann auch auf Station. Und also ich würde dann natürlich schon die behandelnde Ärztin dann nochmal kontaktieren. Das kann man ja dann machen, Montag oder so. Aber es sollte auf keinen Fall pausiert werden und man sollte dem Patienten anbieten, ihm das zu geben. Man kann natürlich vorher nochmal ein Drogenscreening machen, zum Beispiel mit Urintest, um zu schauen, hat er denn überhaupt Methadon im Urin oder Methadon-Stoffwechselprodukt, kann auch gleich nach dem Beikonsum gucken. Und wenn jemand substituiert ist und seine Substitutionsbescheinigung nicht vorliegt, dann ist das immer so ein bisschen schwierig. Also meist geben die Patientinnen und Patienten ihre richtige Dosis an. Man kann aber nichts verkehrt machen, indem man einfach die Hälfte der angegebenen Dosis gibt oder wenn man da Sorgen hat, auch noch ein bisschen weniger gibt und dann weiter hochtitriert. Patienten, die am Wochenende in die Klinik kommen, die haben entweder für das Wochenende eine Tecum-Verordnung bekommen und dann müssten die eigentlich noch was haben. Oder
sie müssten eine Stelle haben, wo sie dann am Sonntag hingehen würden, um sich ihr Substitut abzuholen. Und diese Stelle kann man ja anrufen am Sonntagvormittag, je nachdem, wie das organisiert ist in dem jeweiligen Bundesland. Und muss ich damit rechnen, dass ich vielleicht unter Umständen auch belogen werde, dass jemand einfach das Substitut haben möchte und deswegen die Notaufnahme kommt? Klar, kann man sehen. Also kann passieren, denke ich. Aber die wenigsten Patienten werden sich für 8 Stunden in die Rettungsstelle setzen, und um dann ein paar Tropfen Substitut zu bekommen. Das habe ich auch gedacht. Also ich habe im Gegenteil, meine Substitutionspatientinnen, also die liegen manchmal weinend bei mir mit Beinen, wo ich denke, meine Güte, sofort in die Klinik, irgendwelche Abszesse oder sowas, und weinen und sagen, sie wollen auf gar keinen Fall in die Notaufnahme. Und ich glaube, wenn jemand in die Notaufnahme geht, dann meistens schon, weil es wirklich sehr schön ist. Also ist so meine Erfahrung. Und wenn sich jetzt in der Notaufnahme eine opioidabhängige Person vorstellt, die noch keine Substitutionsbehandlung hat, also die sozusagen naiv ist hinsichtlich der Substitutionsbehandlung und noch die Drogen von der Straße konsumiert? Dann wird es eigentlich auch interessanter, weil dann müsste man überlegen, ob man die so lange substituiert, also ob man die halt überbrückt, weil die werden sich ja kein Heroin spritzen können. Da muss man dann fragen, ob sie spritzen, ob sie es nasal einnehmen, ob sie es rauchen, wie viel sie einnehmen, also wie viel Gramm am Tag. Also ich habe einige PatientInnen, die aus chirurgischen Kliniken kamen, und dort wurde angefangen, eine Substitution zu machen, um die so lange zu überbrücken, wie die zum Beispiel operiert werden mussten, bei Abszessen ganz typisch. Abszesse, Thrombosen, Lungenembolien und so. Und da wurde dann in den Kliniken angefangen zu substituieren. Wenn die einen sehr hohen Konsum haben, dann werden die wahrscheinlich mehr brauchen. Und wenn die eher niedrigen haben, muss man halt ein bisschen vorsichtiger einsteigen. Also es gibt ja so eine Standard-Anfangsdosis, die liegt beim Levomethadon 15 Milligramm, Methadon 30 Milligramm. Das ist relativ wenig. Damit würde ich aber immer, wenn ich unsicher bin, anfangen, und dann, ich höre mir immer den Bauch an, gucke, was da an Peristaltik zu hören ist. Ich gucke mir die Pupillen an und sehe, wie weit die noch sind. Wenn die noch sehr weit sind, dann sind die Leute noch nicht abgesättigt. Und vor allem frage ich die Patienten, ob es ihnen geht. In den meisten Fällen sagen die Menschen einem schon, wie es ihnen wirklich geht. Und wie gesagt, dann gibt es noch diese objektiveren Zeichen, die man überprüfen kann. Und wenn man vorsichtig hochtitriert, kann einem auch nichts passieren, einfach immer zwischendurch lang genug zu warten. Wie lange wartet man da zwischen den einzelnen Gaben? Also ich würde immer so eine Stunde warten und dann sehen. Das wird ja, also Levomethadon und Methadon wird ja innerhalb von etwa 20 Minuten vollständig resorbiert, und dann ist der Spiegel auch nach einer halben Stunde spätestens dann schon da, und dann kann man sehen. Mhm. Und kann ich das auch objektivieren? Kann ich irgendwie, wenn ich jetzt im Zweifel bin, echte Entzugssymptome von vielleicht nicht echten unterscheiden? Naja, also die Opioid-Entzugssymptome sind ja wirklich die, also vor allem die beiden, die ich eben genannt habe. Ne? Das ist ja sehr beeindruckend, ne? Das Zittern, Schwitzen, Bauchschmerzen, Durchfall, Unruhe. Also man sieht den Leuten schon an, wenn die entzügig sind. Und man sieht ihnen dann auch an, wenn die richtige Dosis gefunden wurde? Ja. Mhm. Okay, und wie würde es dann weitergehen, wenn wir den Patienten jetzt aufnehmen würden? Also ich möchte wirklich an alle Kolleginnen und Kollegen appellieren, die stationär arbeiten. Bitte rufen Sie am ersten Werktag, nachdem der Patient aufgenommen worden ist, den oder die substituierende Ärztin an, weil es für uns unheimlich wichtig ist zu erfahren, wenn die Patienten stationär aufgenommen worden sind. Für Sie ist es wichtig, dann wirklich die Dosis nochmal zu verifizieren und vielleicht so ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen. Das macht die Arbeit einfacher. Und wenn jetzt jemand neu eingestellt wird auf ein Substitut, ist es enorm wichtig, dass dann auch für eine Anschlussbehandlung gesorgt wird. Manche wollen dann nach Abschluss der, was auch immer, notwendigen Behandlung, was auch immer, welche Behandlung notwendig war, dann wieder abdosiert werden. Das kann man stationär machen, aber viele wollen dann gerne auch weiter substituiert werden. Und da muss man sich rechtzeitig aus dem Krankenhaus heraus um eine weiter behandelnde Praxis kümmern. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man die Leute nicht einfach mit gerade durchgemachtem Entzug auslässt. Kann ich nur zustimmen. Also das ist auch für viele wirklich dann so ein Moment, so zu wissen, jetzt muss ich sogar operiert werden, jetzt ist so ein Präparat gegeben worden. Für viele ist das wirklich eine große Chance. Und wenn man sich selber ein bisschen drauf einstellen kann, kann man schon mal was vorbereiten. Ich habe es leider ganz oft so, dass Leute teilweise sogar ins Taxi gesetzt worden sind, wird angerufen, ja, jetzt wird bei Herr so und so entlassen, den haben wir auf ein Substitut gesetzt, der möchte bitte weitermachen. So, super. Und dann denke ich manchmal, na toll, das hätte man auch ein bisschen planen können. Aber ja, auf jeden Fall, es ist wirklich für viele eine richtig gute Chance, um weiterzumachen.
Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zur Notaufnahme. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, wenn jetzt da eine schwangere opioidabhängige Patientin vor mir sitzen würde, Aufnahmegrund sei mal dahingestellt, aber wir müssen eine Substitution einleiten, würde ich dann auch mit dieser Standard-Anfangsdosis starten, wie Sie sie genannt haben, Herr Lyon, also die 15 Milligramm Levomethadon oder 30 Milligramm Methadon, oder müsste ich da anders vorgehen? Da ist es ganz besonders wichtig, dass die, wenn die Patientin substituiert ist, dass sie unbedingt weiter substituiert werden muss und nicht in den Entzug kommen soll. Das ist wirklich enorm wichtig. Ich möchte fast sogar so weit gehen zu sagen, dass es weniger schlimm ist, wenn sie ein klein bisschen mehr bekommt, als dass sie zu wenig bekommt, weil das einfach sich auf das ungeborene Menschlein auswirken kann. Und da muss man im Verlauf sehen, wie die Patientin gynäkologisch geburtshilflich angebunden ist. Das ist in jedem Bundesland sicherlich anders. In Berlin gibt es eine große Infektionsambulanz an der Charité, die sich speziell um Schwangere kümmert, die substituiert sind. Und da gibt es eine Reihe von Dingen, die beachtet werden müssen. Und also auch bei opioidabhängigen Schwangeren sollte man eigentlich auch eine Substitutionstherapie anbieten. Das ist immer besser als ein Entzug. Und genau, das Baby sollte zumindest vorbereitet werden, dass es in einer Klinik auf die Welt kommt, die Kinderintensiv medizinische Station hat, weil das Levomethadon ist plazentagängig und kann dann einen Entzug bekommen. Und es ist auch, geht auch in die Milch über, also substituierte Frauen sollen stillen. Das ist so eine Empfehlung. Vielen wird dann gesagt, die sollen abstillen, aber eigentlich wäre es sinnvoll zu stillen. Aber auf jeden Fall in eine kinderintensivmedizinische Behandlung. Okay, so viel zur Schwangerschaft. Jetzt nochmal zurück zu unserem Patienten. Sagen wir, das hat gut geklappt in der Klinik, der ist auf dem Weg in die Entlassung und die Kommunikation hat auch gut funktioniert und Sie wissen jetzt, dass der zu Ihnen kommen wird mit einer neu begonnenen Substitution. Jetzt haben wir ja gerade schon ein bisschen von der allgemeinmedizinischen Praxis gehört. Wie sähe es denn jetzt aus, wenn der zu Ihnen kommen würde, Herr Lyon? Wie unterscheidet sich denn überhaupt so eine Schwerpunktpraxis von einer allgemeinmedizinischen Praxis, die auch substituiert? Ja, also die Aufnahme eines solchen Patienten oder Patientin ist sicherlich sehr ähnlich, ob das nun bei uns stattfindet oder bei Galamasse stattfindet oder in einer anderen hausärztlichen, allgemeinmedizinischen Praxis. Aber die Struktur bei uns ist sicherlich anders. Wir betreuen in meiner Praxis zum Beispiel ca. 300 Patientinnen und Patienten mit Substitut. Wir halten in der Praxis eine sozialarbeiterische Abteilung vor. Also es gibt ca. 10 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die in unserer Praxis tätig sind und dort die sogenannte PSB, die psychosoziale Betreuung, anbieten und sich um die, eben wie der Name schon sagt, um die sozialen und psychischen Belange der Patientinnen und Patienten kümmern. Die würden dann, da die bei uns vor Ort sind, sofort mit einbezogen werden in die Behandlung. Der weitere Unterschied ist sicherlich der, dass wir, also wenn in einer hausärztlichen Praxis die meisten Patientinnen und Patienten nicht suchtkrank sind, ist es bei uns umgekehrt. Also bei uns ist die überwiegende Zahl der Patienten suchtkrank und wir behandeln auch ein paar nicht suchtkranke Menschen außerdem. Gerda Matzel, hatten Sie denn die Erfahrung gemacht, dass sich PatientInnen ohne Suchtanamnese beschwert haben und irgendwie gesagt haben, also wenn das so weitergeht, komme ich nicht mehr? Eigentlich nicht. Es ist einfach so in meiner Praxis, ich habe das so gestaltet, dass es allgemein sehr divers ist. Also wie gesagt, es ist nicht meine Praxis, bin angestellt, aber ich wollte schon so die Praxis so halten, dass sich möglichst viele Menschen wohlfühlen. Also ich habe viele Leute mit Flucht- und Migrationshintergrund, ich habe auch viele queere Menschen und also es ist eigentlich so, das Einzige, was gestört hat oder was manche PatientInnen gestört hat, war, dass ich zu viel Informationsmaterial über Suchterkrankungen ausgelegt habe. Da haben sie dann gesagt, das verstehen sie nicht, warum hier so viel über Sucht liegt. Aber ich glaube, bei den meisten merken sie es nicht. Und die halt, wie gesagt, ein bisschen auffällig sind, da gucke ich, dass die jetzt nicht so lange Wartezeiten haben, wie man das aus hausärztlichen Praxen kennt, wenn ich einfach weiß, dass die das nicht lange aushalten. Aber so, dass wirklich Leute gesagt haben, nee, da gehen wir nicht mehr hin, hatte ich eigentlich nicht. Und Sie, Herr Lyon? Also ich habe ja vor vielen, vielen Jahren, als ich anfing mit der Substitution, hatte ich ja so eine Kiezpraxis in Kreuzberg, wo so sehr gemischt Patienten waren. Da gab es eigentlich wenig Probleme mit den anderen Patientinnen und Patienten. Die haben das alle sehr, sehr gut akzeptiert. Ich habe ein ganz witziges Erlebnis gehabt. Ich hatte, als ich 2005 nach Deutschland zurückkam, habe ich erst eine internistische Praxis in Mitte übernommen, wo immer ältere Patienten hausärztlich betreut waren, habe dann da auch schon angefangen, die Substitutionsmedizin mit aufzubauen. Und als ich dann später an einen anderen Standpunkt gewechselt habe, kamen viele der teilweise 80-, 90-jährigen Menschen mit, obwohl das ein anderer Bezirk war und also gar nicht so nah dran.
Und es gab einen älteren Herr, ich finde das eine ganz nette Geschichte, einen älteren Herr mal fragte, warum kommen Sie denn, also Sie, ich bin Ihnen nicht böse, wenn ich suche Ihnen auch, helfe Ihnen auch gerne, einen anderen Hausarzt zu finden. Sie müssen nicht mir aus lauter Treue mit mir kommen. Dann sagte er, naja, ist doch ganz nett hier, mich unterhalte ich mich mit den jungen Leuten. Und also im Allgemeinen finden viele Menschen das auch völlig in Ordnung, mit Suchtkranken zusammenzusitzen. Und es ist mehr so, es ist immer mehr so die Idee vorher über unsere Patienten als die Realität. In der Realität ist der Kontakt recht einfach. Auch da gibt es keine Probleme bei Menschen, die so in die Praxis kommen, ohne suchtkrank zu sein. Ich frage da so explizit nach, weil ich denke, das ist ja vielleicht eine der größten Sorgen, wenn jetzt davor zurückgeschreckt wird, in der eigenen Praxis Substitutionsbehandlung anzubieten, weil man vielleicht in der Sorge ist, dass da dann jemand einem komplett das Wartezimmer sprengt. Die Ambulanzen, die Schwerpunktpraxen sind ja entstanden genau aus der Situation, dass es halt doch immer wieder mal einzelne Patienten gibt, die, man nennt das dann, nicht wartezimmerfähig sind, die also in den Wartezimmern einer normalen Hausarztpraxis vielleicht doch sich sehr auffällig benehmen. Und wenn man das hinbekommt, die dann schnell vorzunehmen, dann ist das meist auch kein großes Problem. Aber die, die halt wirklich sich auffällig verhalten, die sind wahrscheinlich in der Ambulanz dann besser aufgehoben. Der Anteil an Patientinnen und Patienten, die weniger stabil sind und weniger gut sich einfügen in das sogenannte normale Leben, ist wahrscheinlich höher in meiner Praxis, als das in einer hausärztlich geführten, substituierenden Praxis ist. Auf jeden Fall. Also ich bin ja ganz neidisch, dass du jemanden aus der sozialen Arbeit gleich bei dir hast. Das hätte ich auch ganz gerne. Also es ist schon so, also ich übernehme ja viele Leute zum Beispiel aus Justizvollzugsanstalten, die dort eingestellt worden sind, oder halt auch aus Suchtkliniken. Und es ist schon so, dass ich auch vorher frage, okay, wie ist die Person so drauf? Schafft die es, in einer hausärztlichen Praxis zu sitzen? Ist die wartezimmerfähig? Also ich sage jetzt niemandem, das geht nicht, aber es sind durchaus Leute, wenn die dann halt die ganze Zeit hin und her rennen, andere aggressiv ansprechen, dann klappt das eher nicht. Also da muss ich dann gucken, dass ich die zum Beispiel in der Schwerpunktpraxis unterkriege oder halt auch, ich habe einen psychiatrischen Kollegen, der das macht über eine PIA, eine psychiatrische Institutsambulanz, dass er das dann mitmacht, ne? Wo auch klar ist, da sind auch psychiatrische Probleme, auch offensichtliche, die ich halt letztendlich gar nicht so versorgen kann. Also den Menschen werde ich dann auch nicht gerecht. Zur medizinischen Versorgung in Justizvollzugsanstalten haben wir auch einen Podcast, Gefängnismedizin. Da setze ich euch einen Link in die Shownotes. Könnte ich noch eine Frage zum Beikonsum stellen? Wie sieht's da aus? Was ist für Sie schlimm? Was ist noch tolerabel? Bei mir ist es immer so. Ich meine, die Leute lassen mich teilhaben an ihrem Leben. Das sind oft Leute, die wirklich durch Stigmatisierung, durch ganz viele schlechte Erfahrungen im Leben so sehr misstrauisch sind. Und ich bin froh, wenn wir so viel Vertrauen aufbauen konnten, dass sie mir zum Beispiel sagen, dass sie Beikonsum haben. Ich meine, ich sehe das, ne? Wir können Tests machen im Urin, wir können Speicheltests machen. Da sieht man den Beikonsum. Und was ich aber gerne möchte, ist, ich möchte gerne wissen, warum. Also was war? Und es gibt so viele Momente, dass Leute rückfällig werden. Es gibt so viel, was die Menschen auch triggert, wenn die Leute von früher sehen. Viele haben letztendlich fast nur aus bestimmten Kreisen Freunde. Also da gibt es gar keine anderen Beziehungen mehr großartig. Das heißt, die werden durch alles getriggert. Viele haben keine Wohnung, wohnen bei irgendwelchen Kumpels mit, wohnen in sozialen Wohnungen. Da werden die immer wieder getriggert, ne? Also es gibt wirklich viele, die müssten im Prinzip wegziehen, zum Beispiel aus Leipzig, um das auszuhalten. Und natürlich wünsche ich mir, dass es keinen Beikonsum gibt, weil das ist immer am schönsten, auch wenn es Überprüfungen gibt durch die Suchtmittelkommission, aber der Beikonsum ist halt da. Und was ich gern möchte, ist, dass ich herausfinde, woran liegt das? Wie kommt es dazu? Was brauchen die Leute? Müssen die doch nochmal in die Klinik? Brauchen die einen Beikonsumentzug? Also ich meine, es ist einfach so, es gibt zusammen mit zum Beispiel Levomethadon und Benzodiazepinen, was ein häufiger Beikonsum ist, gibt es halt Atemdepressionen. Darauf müssen die Leute explizit nochmal hingewiesen werden, auch dass die Opioidrezeptoren weniger werden, auch unter einer Substitutionstherapie, also dass sie auch gefährdet sind, dass sie auch versterben können. Das sage ich den Leuten auch. Es gibt dieses schöne Naloxon-Programm, da versuche ich die auch mit reinzukriegen. Das ist manchmal noch ein bisschen Schwierigkeit, auch in den neuen Bundesländern, aber dass sie zum Beispiel Naloxon-Nasenspray haben. Aber eigentlich versuche ich immer, so mit den Leuten zu besprechen, warum habt ihr Beikonsum? Teilweise toleriere ich Cannabis, da muss ich aber auch gucken, wenn es so eine Art Suchtverschiebung gibt, dass die Leute halt sehr, sehr viel Cannabis rauchen, dann ist das halt wie ein neues Problem, oder viele konsumieren halt Alkohol und dafür weniger Heroin. Das muss halt alles besprochen werden. Also zum einen mache ich das zusammen auch mit den Suchtberatungen. Also für mich ist es schon
keine Bedingung. Also ich kann die Leute nicht dazu verknacken, in die Suchtberatung zu gehen, aber ich spreche das schon an, dass es sinnvoll ist. Also Beikonsum heißt ja, dass Patienten, Patientinnen, die substituiert sind, zusätzlich zum Substitut noch andere Substanzen einnehmen. Und auch diese Substanzen untersuchen wir regelmäßig. Bei mir ist es so, dass die Patienten einmal in der Woche ein Drogenscreening abgeben, im Urin, im Speichel oder im Kapillarblut. Und dieser Beikonsum gehört zur Erkrankung, das muss man einfach sagen. Wobei ich mit gutem Gefühl sagen kann, dass mindestens die Hälfte, mehr als die Hälfte meiner Patienten an einem Punkt sind, dass sie gar keinen Beikonsum mehr haben, also wirklich nur ihr Substitut nehmen und sonst, außer vielleicht mal abends irgendwie ab und zu mal ein Glas irgendein Alkohol trinken, wie das ja viele andere Menschen auch tun. Wenn jemand 5, 6 verschiedene Substanzen gleichzeitig zusätzlich konsumiert, dann muss das intensiv besprochen werden und dann muss möglicherweise, wie Gerda gerade schon sagte, auch, muss man auch überlegen, ob ein stationärer Beikonsumentzug probiert wird. Die Konsequenz bei mir ist nur, dass Patienten, die Beikonsum haben, tatsächlich täglich zur Sichtvergabe in die Praxis kommen müssen und kein Substitut zur eigenen Verwendung ausgehändigt bekommen. Es sind doch recht viele Dinge, die man im Kopf behalten muss. Was würden Sie denn jetzt KollegInnen empfehlen, die diesen Podcast hören und sich denken, Mensch, vielleicht wäre das ja was für mich. Wie kann man sich weiterbilden? Wo kann man das machen? Also die jungen Kolleginnen und Kollegen, die müssen natürlich unbedingt sich bei der jungen Suchtmedizin melden. Da gibt es eine Reihe von Veranstaltungen, Fortbildungen, Seminare und so weiter und so weiter, überwiegend online, wo zu dem Thema informiert wird. Das müsste Gerda machen, die weiß das wahrscheinlich besser, weil ich... Ja, also junge Suchtmedizin, das sind Studierende, Medizinstudium, Psychologie, auch soziale Arbeit, die sich da zusammengeschlossen haben, auch mit Leuten, die bereits ärztlich tätig sind, vielleicht auch schon suchtmedizinisch tätig sind und dann gucken die quasi, was sie brauchen und machen Weiterbildungen, meist so im Dialog, manchmal auch im Trialog, also mit Menschen, die Suchterkrankungen haben, mit Behandlerinnen. Das ist erstmal ein ziemlich schönes Format. Es hat so eine Kerntruppe, sind viele Leute, sehr viele Interessierte, auch bei diesen Spotlights, die sie regelmäßig machen. Und ansonsten würde ich KollegInnen raten, auf jeden Fall sich mit dem Thema zu beschäftigen. Was ich gemerkt habe, ist so Weiterbildungsangebote, das ist manchmal schwierig, wird nicht so gerne wahrgenommen, weil es halt doch viele Voreingenommenheiten gibt, sage ich mal so, und die Leute auch Berührungsängste haben. Aber was ich gemerkt habe, ist so im persönlichen Gespräch, zum Beispiel auf Kongressen, auf Weiterbildungsveranstaltungen oder halt auch so in Qualitätszirkeln, dass dann doch schon mehr Leute sich das vorstellen könnten. Und ich glaube, was manchmal auch so ein bisschen Ängste macht, ist mit dieser Fachkunde Suchtmedizin oder mit dieser Grundversorgung kann man bis zu 50 PatientInnen versorgen. Und ich glaube, das schreckt viele ab. Was man halt probieren kann, ist, dass man mit einer geringen Anzahl anfängt, vielleicht auch mit Leuten, die schon eingestellt sind, suchtmedizinisch. Wie gesagt, es gibt ja diese konsiliarische Mitversorgung, dass das mal ausprobiert wird. Also da habe ich eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht, dass sich auch mehr Leute das dann zugetraut haben. Ich glaube, das Wichtigste ist, es sollte immer wieder angesprochen werden, immer wieder darüber berichtet werden und halt auch so praktische Dinge. Das hat mir damals am Anfang ganz schön gefehlt, dass ich gar nicht so wusste, was ist denn jetzt, wie mache ich denn das jetzt praktisch? Oder meine Formulatur. Also ich habe das wirklich häufiger, dass junge Studierende kommen und bei mir formulieren und dann also meist ganz begeistert sind, muss ich sagen. Oder auch das PJ zu machen bei in der Praxis, wo Suchtmedizin auch angeboten wird. Da gibt's ja bei der jungen Suchtmedizin so einen Formulaturenfinder, wo man Praxen finden kann in der eigenen Umgebung, die Formulaturen in der Suchtmedizin anbieten. Kann man ja einfach draufschauen. Wir setzen mal einen Link in die Shownotes und ist natürlich auch spannend für alle Praxen, die Formulaturen anbieten und vielleicht noch nicht in dieser Liste sind. Da melden sich dann vielleicht noch ein paar Formulantinnen und Formulanten. Wie sieht das denn in der Lehre aus? Ist da die Suchtmedizin adäquat repräsentiert? Wir haben durchaus schon einige medizinische Fakultäten, die das Thema Suchtmedizin anbieten, also Vorlesungen dazu anbieten. Meiner Meinung nach noch zu wenig. Also da wird jetzt auch gerade geschaut, ob wir das allgemein in den Katalog mit reinnehmen. Und es gibt aber jetzt in Leipzig auch das zweite Jahr in Folge eine Vorlesung Suchtmedizin in der hausärztlichen Praxis. Und die ist sehr gerne besucht. Die Studierenden sind sehr interessiert. Und ich glaube, das sollte halt viel mehr auch Thema sein. Ich glaube, da könnte man halt auch die hausärztliche Medizin auch spannender machen eigentlich. Weil zum einen haben wir jetzt nicht nur heroinabhängige Menschen. Wir haben sehr viele Menschen, die Suchterkrankungen haben in der hausärztlichen Praxis. Und allein schon, wie spreche ich das an? Wie rede ich darüber? Wie mache ich Angebote? Das ist also eigentlich Suchtmedizin ist auf jeden Fall ein sehr großes hausärztliches Thema.
Und da ist es immer wieder wichtig, dass da Möglichkeiten zu geben, wie man irgendwas bespricht und halt auch darüber nachzudenken. Ne? Und deswegen ist also so eine allgemeine Vorlesung und Formulaturen auf jeden Fall super. Ich habe auch viele Formulantinnen und ich sehe halt auch, dass sie dann diesen normalen Alltag halt auch sehen, ja, und auch diese Berührungsängste weniger werden, wenn die sehen, wie die Leute aussehen, ne? Dass die nicht aussehen wie in den Dokumentationen am Bahnhof oder sowas, völlig fertig mit der Welt, sondern dass die halt irgendwie auch angekommen sind in der Gesellschaft. Das ist eigentlich sehr schön, das auch zu beobachten, auch bei jungen Menschen. Also es ist wirklich eine Art, es ist eine sprechende Medizin, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn jemand Interesse daran hat, mit den Patientinnen und Patienten wirklich zu sprechen, ist das sicherlich ein guter Ort. Es ist eine Medizin, wo man Veränderungen wirklich direkt miterleben kann. Und ich denke ja auch sowieso, dass eigentlich alle Menschen, und auch wenn sie schwerst abhängig sind von einer oder mehreren Substanzen, immer den Wunsch in sich tragen, sich zu verändern, sich auf eine Weise, wenn man da irgendwie dran kratzen kann und den so ein bisschen verstärken kann oder bewusst machen kann, dann ist das eigentlich ein ganz spannender Weg, den man mit seinen Patientinnen und Patienten geht. Und es ist eine Beziehungsmedizin, weil das ist eigentlich das, was heilend ist, das, was funktioniert, nämlich, dass wir die Substitution ja nur so als Einladung in die Praxis quasi benutzen, aber die eigentliche Arbeit ist die Beziehungsarbeit. Wenn jemand sowas mag, dann ist das ein guter Ort, das auszuleben, um es mal so von der ärztlichen Perspektive. Es macht wirklich auch nach vielen, vielen Jahren, ich das tue, immer noch sehr viel Spaß. Und das ist wirklich die Hauptbotschaft. Normalerweise frage ich an dieser Stelle immer, ob es noch etwas gibt, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen. Das haben Sie jetzt aber bravourös gemacht schon, würde ich sagen. Deswegen hier nochmal die Take-Home-Messages. Die Substitutionsbehandlung hilft Opioidabhängigen durch ärztliche Betreuung und verordnete Substitutionsmittel zurück in die Gesundheit und die Gesellschaft. Die meist langwirksamen Substanzen nehmen den Suchtdruck, ohne einen Kick hervorzurufen, und so können Betroffene dann ohne Entzugssymptome, Beschaffungskriminalität und so weiter leben und arbeiten. Etwa 166.000 Menschen in Deutschland sind opioidabhängig, nur die Hälfte davon ist in Substitutionsbehandlung. Da besteht also eine große Versorgungslücke und die dürfte künftig noch größer werden, weil viele Substituierende in den Ruhestand gehen und keine NachfolgerInnen finden. Wer die Facharztreife hat, darf unabhängig von der Fachrichtung substituieren, konsiliarisch bis zu 10 PatientInnen, die müssen dann aber einmal pro Quartal suchtmedizinisch gesehen werden. Wer die Weiterbildung suchtmedizinische Grundversorgung absolviert hat, kann bis zu 50 Menschen substituieren, die Vergütung läuft extrabudgetär. Wenn wir eine Substitutionsbehandlung einleiten, dann erfragen wir erstmal die bisherige Medikation bzw. den bisherigen Drogenkonsum. Ein Drogenscreening zeigt uns dabei auch objektiv, welche Substanzen im Körper sind. Norbert Lyon empfiehlt bei Zweifeln, die angegebene Medikamentendosis gegebenenfalls auch erstmal um die Hälfte zu reduzieren und sich dann in stündlichen Anschlussgaben auf die richtige Dosis hochzutitrieren. Objektiv lässt sich dabei die Darmperistaltik und die Pupillengröße heranziehen. Außerdem hilft es natürlich, mit dem Betroffenen zu sprechen und einfach zu fragen, wie es ihm geht und ob die Dosierung so passt. Entzugssymptome wären zum Beispiel Zittern, Schwitzen, Bauchschmerzen, Durchfall und Unruhe. Wenn man eine Substitution neu beginnt, kann man das mit einer Standarddosis von Levomethadon 15 mg bzw. Methadon 30 mg, hier aber natürlich nachfragen, wie oft Opioide überhaupt konsumiert werden. Wenn jemand nur ganz selten konsumiert, sollte man dementsprechend natürlich zurückhaltender einsteigen. Im Idealfall baut man möglichst zeitnah Kontakt zur Substitutionspraxis auf, um die Dosis zu verifizieren und weitere Informationen auszutauschen. Wenn man eine Substitutionsbehandlung neu angefangen hat, dann ist es eine Riesenchance für die Betroffenen und auf jeden Fall sollte dann versucht werden, sie an eine Substitutionspraxis anzubinden. Vielleicht ändert das für die Betroffenen das ganze Leben. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es viele, beispielsweise über die suchtmedizinische Grundversorgung oder die junge Suchtmedizin. Hier ein Link in den Shownotes. So viel zu den Take-Home-Messages. Gerda Matzel, Norbert Lyon, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren und Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Ja, hat mich sehr gefreut. Hat Spaß gemacht.
Das kann ich so nur zurückgeben und bei euch zu Hause bedanke ich mich natürlich herzlich fürs Zuhören. Wenn ihr keinen Podcast mehr verpassen wollt, dann klickt am besten auf Abonnieren. Außerdem würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr den Podcast mit KollegInnen oder im Freundeskreis teilt. Vielleicht können wir ja so alle gemeinsam noch ein paar Menschen für die Substitution begeistern. Ansonsten gibt es natürlich wie immer alle Infos zum Amboss Podcast und der Amboss Wissensplattform unter go.amboss.com/podcast. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.